Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Transport Inc. So, was haben wir? Angestellte. Upgrade. Ah! Warte mal. Upgrade Depots to repair vehicles faster and store more vehicles. Ah, okay. Bessere und größere Hangars. Packages in need of deliver. Okay, das sind dann wahrscheinlich wie die Passagiere, jetzt nur halt in Frachtform. Ein kleiner Transit, größerer und deliver. Cargo Shipments 20.000. Assign 6 Vehicles to Manager. Okay. Also, wir sind immer noch in Frankreich. Wir müssen jetzt 20.000 Frachten liefern und wir brauchen einen Manager. Manager. Ja. Ja. Rent office space to house dispatching and managers who will take care of sending your vehicles to depots and repair instead of you. Ah, okay. Also die Manager machen quasi das, was wir bis jetzt gemacht haben. Das heißt, auf die Busse achten und wenn sie halt quasi vorm Verrecken sind, zur Garage schicken. Das machen dann die Manager für uns. Okay. Dann mal gucken, wie sieht's aus? Okay, keine Ahnung, was die Symbole hier alle bedeuten. Absolut kein Plan, was die... Das ist eine... Ski-Region? Wäre mir zwar nicht bekannt, aber okay. Hat einen Flughafen, und... Häuser, I guess. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir hier wieder mit Paris an und mit genau den zwei Linien, die wir letztes Mal auch hatten. Und vielleicht auch noch Calais, wobei Calais hat eine Bahnanbindung an Paris. Dann mal gucken, wie sieht es aus mit den Kapazitäten. Ah, hier unten. 60, 40, 25, okay. Wir haben hier ja 56. Da oben 130, hier 123. Aber nach Troy absolut nix. Da wollen wir Passagiere. Hier haben wir richtig viele Güter, aber ein weiter Weg. Ansonsten nix. Und ja. Fangen wir in Le Mans an. Le Mans Nantes. Nee, erstmal die Linie. Le Mans Nantes. Und wir setzen so einen Bus drauf. Hiring managers. You can rent an office and let managers send vehicles to depots for repair for you. Simply rent an office, drag it in a vehicle to assign it to a manager and make sure you have enough to pay each manager their monthly salary. Gut, die wollen natürlich... Setup kostet 30.000, rent an office. Monthly payment 300. Set default, okay. Wenn ich das richtig verstehe, die Fahrzeuge werden ab 30% werden sie repariert. Bis 60%. Mach das mal bitte bis 80 oder so. Locate, let managers auto perform full repairs. Ah, okay. Okay. Und dann legen wir
Los. Nein, wir sind hier die Kartoffeltransporte. Und wie viel Geld bringt das so? Ach du Schande, das bringt ja nix. Ah, okay, hier kann man auch wieder mit dem Ticketpreis pro Fracht spielen. Mal gucken, wie es mit $40 kostet. Nimmt der jetzt ernsthaft keine Fracht mit? Ja, gut, habe ich gesagt. Was war der Anfang? Ich glaube 35. Mal gucken, wie es mit 38 aussieht. Okay. Nicht okay. Okay. Ja, dann gucken wir jetzt mal Calais Paris. Dafür können wir ja ein größeres Fahrzeug nehmen und ein schnelleres, wenn wir dann Geld hätten. Kann man nicht irgendwo hier sehen, wie viel Geld man so... Nee, Quatsch. Das wollte ich nicht fragen. Wie kann man nicht irgendwo Geld ausleihen? Sieht nicht so aus. Okay. Ja, Account Balance. Competition. Ah, okay. Damit sieht man hier die anderen. Okay. Und das sind meine eigenen Busse. Ja, die möchte ich aber gerne sehen. Ja, wir haben kein Geld für hier, ne? Einen größeren Truck. Versuchen wir mal Paris-Le Mans. Erste Linie. Paris-Le Mans. Mhm. Ach, das ist auch noch ein kleiner Truck, den ich da gekauft habe. Moor. Ich glaube, das hat mehr Potenzial, wenn wir das umdrehen, ne? Der andere ist ein bisschen schneller und hat mehr Kapazität. Von dem her, zack. Du gehst dahin, du gehst dahin. Ich denke mal, das hat mehr Potenzial nach oben. So, warte nur kurz das Fenster aufmachen. Können wir auch wieder nebenher mit Passagieren Geld verdienen? So, Paris-Bourges. Das hat ja funktioniert, ne? Psst, nix sagen. Nein! Oh. Shit. Man sollte sich nur auf das konzentrieren, was man haben muss. Scheiße, ey. hoffentlich habe ich mich da jetzt nicht wieder vertan jetzt. Aber gut, die KI, die scheint überhaupt keine Güter zu verkaufen. Also in dem Sinne
Alles in Ordnung. Auto assigned when turned on, newly purchased, okay, assign, oh ja, okay. Können wir den Manager erstmal nur wieder feuern? Den erstmal wieder rausnehmen, geht das nicht irgendwie? Ja, die 300 Euro hätte ich gerne mehr, vor allem jetzt am Anfang. Kann man den nicht feuern? Sieht nicht so aus. Aber wir sind zumindest mal die 300 Euro los, die wir pro Monat mehr zahlen müssen. Solange wir Geld brauchen, ist es, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Wie sieht es aus hier? Der größere Truck hat jetzt 42 eingebracht. Und hat ja 42 gekostet. Send to nearest. Open information window. Das ist ja das Net Revenue, oder? Ja, genau. Net. Ja, wir müssen halt warten, dass wir ein bisschen mehr Geld hier rankriegen. Und mal sehen. Hoffentlich. Hoffentlich ist es in Ordnung hier als Nebenverdienst. Hier Lyon Clermont-Ferrand auf jeden Fall. Da wurde uns gerade wieder Geld abgezockt. Warum wird es nicht voll? Okay, 32 ist. Der sollte jetzt easy schnell Geld hier rankriegen. Also wenn sich diese Linie hier jetzt nicht lohnt, ey. Also die düst ja hier hin und her. So. Ja, ich will immer noch Calais Paris gucken. Calais Paris ist jetzt halt das Problem. Ich möchte da einen großen Truck haben. Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder auf Geld warten. Ein Konzert. Wo denn? Nicht bei mir. Doch, hier in Le Mans. Aber da will keine Sau hin. Ah, jetzt steigt. Wobei, wow, warte mal. Hier, ne? Ich meine, Zeitstress haben wir ja nett. Oh, Lasa hat angefangen. Hat angefangen auch Waren zu transportieren. Wie viel kriegen wir hier? Okay, 67. 56. 56 kriegen wir. Wir wollen auch ewig viele Leute hin und her. Von dem her mal gucken, ob sich das auch auf Dauer lohnt. Noch ein Konzert in Le Mans.
Ich wusste es doch. So, und hier müssen wir so langsam mal gucken, ein Depot zu bauen. Ich würde hier in Paris bauen. Depot. Yes. Und dann Manager. Dann kriegst du hier jetzt das Fahrzeug. Ja, wird jetzt zur Reparatur geschickt. Das sollte auch hier im Moment. Das sollte auch direkt zur Reparatur geschickt werden. So, wir haben mittlerweile 5. Ja, danke schön. Wir haben mittlerweile 5300 Waren geliefert. Mit diesem winzig kleinen Ding hier. Vermutlich mit am Konzert. Jetzt wo? Wo? In Bordeaux. Nee, das vergisst du mal ganz schnell. Noch ein Konzert. Jetzt wo? In Marseille. Marseille haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Nee, danke. So, können wir jetzt hier einen großen Truck mal kaufen. Wunderbar. Wenn du jetzt hier keinen Profit machst, ey, ich setz alles auf dich. 3000 Euro. 6000 Euro. Und das sieht prinzipiell eigentlich alles sehr gut aus. So, wir haben ja 3383 bis jetzt gehabt. 33863. Nee. Bleiben wir bei 37. Uns hat so was von Potenzial, um noch so einen Truck zu haben. Deswegen warte ich mal ganz kurz ab. Genau, um noch so einen Truck hier drauf zu setzen. So. Unsere Fahrzeuge sind ja alle in Ordnung, aber wir wollen. Wir brauchen ja 6 hier assigned to a manager. Fahrzeuge, glaube ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die Nummerierung ist ja wunderbar. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. So. Ich würde mal behaupten, das läuft. Oh, kriegen wir sogar noch einen Truck drauf. Ich glaube, wir könnten sogar noch einen Truck drauf kriegen hier. Weil aktuell ist ja wirklich nur warten. Jo. Wir kriegen sogar noch einen Truck drauf. Na, nee.
Nee. Das ist dann zu viel des Guten. Mach jetzt mal langsam. Okay, ich sehe, warum man die Busse vielleicht ausblenden möchte. 91, das sieht doch so aus, als wenn ich jetzt mal hier ganz vereinfacht gesagt diesen kleinen Transporter hier oder zumindest mal diesen hier da auf die Linie pack und dafür einen von hier auf diese Linie. Haben wir hier jetzt zwei Busse drauf? Zwei Lastkraftwagen? Ne, haben wir nicht. Fehlt irgendwo einer? Oder ist einer im Depot? Da ist einer im Depot. Ja, genau der hier. Soll ich den dann nicht einfach wegkaufen? Die kleine Pisskarre da. Oder wir suchen uns noch eine kurze Strecke irgendwo. Vielleicht noch irgendwo eine kurze Strecke, wo man sowas verwenden könnte. Sieht aber nicht so aus. Da wollen nur Passagiere. So, also die Linie hier mit zwei funktioniert. Die Linie hier mit dem einen funktioniert auch. Nee, funktioniert definitiv. Der Preis ist nur zu hoch. Funktioniert. Müssen wir hier auf der Linie nicht zwei haben? Achso, ja, der eine ist immer noch in Reparatur. Ding ist, der wird jetzt hier ewig warten. Wartende Fahrzeuge sind nichts Gutes, Leute. Aber ich habe hier, ich sehe zumindest spontan keine andere Route, wo man jetzt Güter verkehren könnte. Deswegen würde ich wirklich sagen, hier diese kleine Pisskarre da. Die hier. Du gehst erstmal ins Depot. Direkt. Und du wirst verkauft. Nicht, dass Geld jetzt hier noch ein Problem wäre, aber... Nein! Nee! Du solltest nicht repariert werden. Du solltest ins Depot und dann... Zack, verkauft werden. Weil dich will ich nicht mehr. So. Ja, dann würde ich sagen, warten wir wieder, ne?
Ja, ist ja eine sehr spannende Folge heute. Die Hälfte der Zeit wird gewartet. Aber das Warten lohnt sich, denn wir gewinnen. Kann man hier nicht, sieht nicht so aus, als wenn man hier einsehen könnte, nur Passagiere oder nur. Naja, okay. Damit wäre dieses Kapitel auch geschafft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war es dann auch für diese Folge. Ich weiß jetzt nicht, die Aufnahme geht 45 Minuten, aber ich habe bestimmt mindestens 20 Minuten davon gewartet. Entweder wird die Folge etwas kürzer, oder also entweder wird die Folge etwas länger oder so in der gleichen Länge wie bisher. Mal sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.